Herzlich willkommen. Ganz schön und wunderbar, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Ja, mit dem Touchstone Tarot machen wir heute mal wieder eine Vierkönigslegung. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Weiß ich aber eigentlich, dass ihr das ganz gerne mögt. Und ja, ich bin gespannt, was ich da heute zeigen mag. Das heißt, ich zeige es euch gleich mal so. Ich habe jetzt hier schon mal die vier Könige rausgesucht aus diesem Set. Und jeder dieser Könige hat für dich eine Botschaft, beziehungsweise kannst du entweder einen oder mehrere dieser Königskarten mit einem Mann belegen, oder aber du gehst hier und sagst, nein, mein König ist der König der Stäbe zum Beispiel, und dann ist halt dann Stapel Nummer 2 nachher für dich ausschlaggebend. Also König der Kelche ist Stapel Nummer 1, König der Stäbe ist Stapel Nummer 2, König der Münzen Stapel Nummer 3, König der Schwerter Nummer 4. Ich sage dann auch immer etwas zu den Königsqualitäten dazu. Du kannst natürlich hier auch Sternzeichen verwenden. Ich bin immer sehr vorsichtig damit, weil es meines Erachtens keine Reinformen gibt. Gerade bei Karten nicht. Das ist ja, Karten bilden immer ein Modell der Wirklichkeit ab. Wir Menschen sind so komplex. Wir sind nicht auf 78 Karten festgelegt. Da gibt es noch ganz viel mehr und viel mehr Kombinationen. Und wir können einfach auch manchmal in einem Gefühlszustand sein, der dem einer anderen Königsqualität entspricht, sind vielleicht von Haus aus der König der Kelche und sind vielleicht in einer bestimmten Frau gegenüber vielleicht dann mal in dieser Energie der König der Stäbe, wenn eine Frau besonders sexuell reizvoll ist. Kann ja mal sein, ne? Kann auch sein, dass sich ein König der Schwerter vom Sternzeichen her vielleicht bei dir zu Hause eher wie ein König der Münzen zeigt. Das ist, ne? Also achtet darauf, wir Menschen sind nicht immer zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Situation und jedem Menschen gegenüber gleich. Deswegen hier ordne dich danach ein, wovon du ausgehst, dass ein Mensch sich meistens dir gegenüber verhält, und das muss nicht unbedingt dem Sternzeichen entsprechend sein. Noch dazu gibt es ganz viele Menschen, die ihr Sternzeichen gar nicht leben. Na, auch das weiß ich. Insofern, ich bin da immer sehr vorsichtig. Aber ich habe euch die Möglichkeiten jetzt gesagt. Ja, ich bedanke mich, während ich mische, noch für all eure Likes, Kommentare, Abos, fürs Liken meiner Videos und fürs Teilen meiner Videos. Und ich spreche natürlich jetzt auch bei dieser Legung aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Wir haben jetzt hier auch die Könige liegen. Wenn du ein Mann bist, dann mach dir einfach die Königinnen draus von der Grundenergie her und schau, ob es für dich trotzdem passt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, was hier kommt. Ob das heute eine Frauenlegung wird, das könnt ihr Männer dann für euch selber beurteilen, ob ihr da was mitnehmen konntet. So, ich starte jetzt mit dem König Nummer 1 hier, mit Stapel Nummer 1. Das wäre hier der König der Kelche. Der König der Kelche ist ein Mann, der ist liebevoll, der trägt seine Gefühle auf der Zunge, der kann Komplimente machen, der kann Liebeserklärungen machen, der kann sehr charmant sein, der kommt in der Frauenwelt in der Regel immer sehr gut an, weil er sich einfach auch mit Frauen gerne umgibt. Ja, das ist oft so der Schwarm in der Menge. Ein Mann, der umrundet ist von anderen Frauen, der sich durchaus vielleicht auch mit Frauenthemen beschäftigt, der sich vielleicht auch für Mode interessiert und einfach auch für weibliche Themen interessiert. Ne? Im negativen Fall, sage ich dazu aber auch immer wieder, kann es ein Mann sein, der gerade, weil er so von Frauen umschwärmt wird, auch nicht unbedingt der Treueste ist, ne? Der auch gerne mal von Blume zu Blume fliegt und der vor allem, ja, wie soll ich sagen, ja, weil er einfach die Liebe liebt. Er liebt die Liebe. Ne? Und deswegen kann es ihm passieren, dass wenn er jetzt eine Frau nicht mehr so begehrenswert wird, wenn er sie nicht mehr liebt, wenn das Gefühl nicht mehr so hoch ist, ja, zum Beispiel wenn die rosarote Brille weg ist nach den ersten 3 bis 6 Monaten, dass er dann, wenn er eher oberflächlich generiert ist, vielleicht zu einer nächsten tendiert. Also dann schau immer genau hin, beim König der Kelch immer genau hinschauen. Ist es wirklich einer,
Oder ist es hier auch ein jemand, der auf der Ebene des Charmeurs hängen bleibt? Ja, des ewigen Charmeurs. Der Unterschied zum König der Stäbe in dem Fall ist, dass es bei ihm schon um Gefühle geht. Ja, aber der liebt einfach immer eine gewisse Dosis von sich verliebt fühlen. Da muss immer nur so eine bestimmte Dosis von Gefühle einfach da sein. Und wenn die nicht mehr da sind, dann kann es ja passieren, dass er sich verabschiedet. Ich würde gerne noch eine Reihe dazu legen. Was ist das genau für ein König? Mit wem haben wir es hier zu tun? Dieser König der Kelche, wer ist es? Dann kannst du für dich auch noch mal besser gucken, ob du damit in Resonanz gehst. Da haben wir die 5 der Schwerter. Der Mond. Und die 5 der Münzen. Kann sein, dass es ein Mann ist, der aufgehört hat, um Frauen zu kämpfen, vielleicht um dich zu kämpfen, der auch nicht mehr kämpfen möchte, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er immer wieder in Verlust gegangen ist. Also vielleicht ist es momentan ein angeschlagener König, ein schwacher König, ne? Emotional angeschlagen, kriege ich hier rein. Der sich vielleicht auch seine eigenen Schattenthemen noch nicht so gut angeschaut hat, der sich seiner noch nicht so sehr bewusst ist und der momentan gerade in einer Situation ist, wo er keine Lust mehr hat zu kämpfen, wo er eher alles hinter sich lassen möchte, am liebsten, ja, mir kommt auch rein so ein bisschen, auch am liebsten davonlaufen. Ne? Er würde gerne am liebsten davonlaufen. Was hat denn dieser König für eine Botschaft für dich? Lass uns mal gucken. Da haben wir den Ritter der Stäbe. Dann haben wir den Teufel. Und wir haben die 9 der Kelche. Ihr wisst ja, beim Teufel geht es für mich immer um Abhängigkeiten, um Ungesundes. Ne? Nun liegt dieser Teufel genau unter dem Mond. Ne? Also vielleicht ist ihm, also auch unter ihm, vielleicht ist ihm hier so die eine oder andere eigene Schattenseite noch nicht so ganz klar. Oder er will sie nicht wahrhaben. Er ist momentan in einer Phase, wo er dir sagt, ich habe da so die eine oder andere Neigung, ich habe da so die eine oder andere Schattenseite an mir entdeckt, die will ich aber nicht, mit der will ich mich nicht auseinandersetzen, mit der will ich mich nicht beschäftigen. Kann sein, dass das auch in sexueller Hinsicht ist, weil der Ritter der Stäbe daneben liegt. Und ich bin jetzt mal ganz egoistisch und gehe mal jetzt nur, ich lebe mal momentan nur mein eigenes. Ja? Es kann auch sein, dass er weiß, dass diese Neigung, die er da hat, sehr egoistisch ist. Auch das kann er dir sagen. Aber nachdem er es hier wegpackt, ne, nachdem er es hier eher wegpackt, von sich wegschiebt, gehe ich davon aus, er weiß davon, er will sich aber nicht damit beschäftigen. Und er weiß auch, dass sein Egoismus hier, na, die 9 der Kelche stehen für die emotionale Unabhängigkeit, aber auch für den Egoismus, noch dazu neben dem Teufel liegend, ihn immer wieder in den Mangel führen. Und das sagt er dir hier auch. Ne? Ich habe ihn ja gefragt, was hat er dir hier zu sagen? Ich habe hier ungesunde Verhaltensweisen, vielleicht auch in sexueller Form.
deren ich mir noch nicht aller bewusst bin und die ich auch nicht unbedingt anschauen möchte. Na, das sind meine Schatten, die schiebe ich hier weg und damit will ich mich auch momentan gar nicht beschäftigen. Auch für den Preis, dass ich weiß, dass ich dich verlieren könnte dadurch. Was will er dir noch mitteilen? Da kommt die Herrscherin, die Acht der Schwerter. Und der Magier. Also entweder sagt er dir hiermit, dass dir gar nicht bewusst ist, auf wen du dich hier tatsächlich einlassen würdest, na, weil du drehst hier dem den Rücken zu. Ich vermute mal, dass er dir hier sagen will, du weißt gar nicht, wer ich wirklich bin. Du liebst mich so, aber ich bin nicht nur lieb und nett und gut. Das ist meine Fassade. Ich habe auch eine ganz dunkle Seite. Ich kann auch manipulieren. Und ich würde dir nicht gut tun. Du bist eine Herrscherin, du bist eine tolle Frau, du bist eine Frau, die alles alleine kann, die ihr Reich selbst bestellen kann, wo alles wächst und gedeiht, ja? Und du siehst momentan nicht, in welcher Energie ich tatsächlich bin. Ja, Kunststück. Er zeigt es dir ja auch nicht. Du hältst ihn hier noch ein bisschen für jemanden, der halt, du hast schon auf dem Schirm, dass er sexuelle Orientierung hat hier. Und dass er nicht wirklich, dass er sich wirklich nicht wirklich um dich bemüht. Aber du siehst nicht den Teufel in ihm, den siehst du nicht. Den weiß er gut zu verbergen. Und ich habe hier sogar den Teufel und den Magier noch in der Berührung. Das heißt, der hat hier ganz schön dunkle Seiten. Was rät dir denn die lichte geistige Welt mit diesem Mann? Ja, wir haben jetzt hier gehört, was er dir zu sagen hat, seine eigenen Botschaften. Das heißt, er warnt dich vor sich. Na, also er warnt dich hier und sagt dir hier, hey, ich bin nicht dieser König der Kelche, für den du mich hältst. Ich habe auch eine ganz tief dunkle Seite. Schaut mal, das ist die Mitte des Kartendecks. Die Mitte ist der Teufel, der Mond. Und er sagt ja letztendlich, wenn ich die Karte auf ihn beziehe, ich komme da auch nicht raus. Ich weiß auch nicht, wie ich da raus soll. Ich bin so, wie ich bin. Auch wenn es Verlust bedeutet von etwas ganz Tollem, du bist eine wunderbare Frau. Aber ich habe diese Neigung. Du hast es noch nicht wahrgenommen. Du siehst es nicht. Oder du willst es auch nicht sehen. Ja, du schaust hier auf den Hasen und auf die Blumen. Du willst nur das Gute sehen an mir. Du willst nur das Gute sehen an mir. Aber dass ich auch eine dunkle Seite habe, da drehst du dich weg davon. Was rät die lichte geistige Welt dir? Wie sollst du mit diesem König umgehen? Da kommt die Sonne. Dann kommen die drei der Stäbe. Ja, und Touchdown Tarot. Deine Zukunft selber schreiben, egoistisch sein, ne? Dich auf deine Zukunft konzentrieren. Dieser Mann ist nicht deine Zukunft. Deine Zukunft ist hier noch nicht geschrieben. Da kommt noch was anderes. Da kommt noch eine andere männliche Qualität hier rein. Da kommt etwas Neues. Lass dieses los. Das tut dir nicht gut. Und das sagt er dir selber. Und das ist auch wieder so eine Erfahrung. Entschuldigung, schnell was trinken.
Das ist auch wieder so eine Erfahrung, die ich so oft schon gemacht habe und euch auch schon oft erzählt habe davon aus meinen Beratungen. Hört den Männern genau zu, was sie euch über sich sagen. Das Problem vieler Frauen ist, dass sie so viel über sich selbst erzählen, oft aus Aufregung oder weil sie sich besonders toll präsentieren wollen im Kennenlernen oder so, dass ihnen nicht auffällt, was der Mann ihnen sagt. Das sind oft nur mal ein Satz. Wenn du den für ernst nimmst, dann weißt du schon, mit wem du es zu tun hast. Aber Frauen wischen es weg. Und erst im Nachhinein fällt es ihnen dann oft wieder auf. Ach, er hat es mir damals schon gesagt. Damals hat er schon so eine Aussage gemacht. Ich war damals schon irritiert. Aber ich habe es weggeschoben. Ja? Also so wie er selbst seine negativen Verhaltensweisen wegschiebt, indem er sich denen nicht zuwendet und sie nicht heilt, schaust du auch weg davon. Das Problem hier ist nur, dass du hier wirklich in Verletzungsgefahr bist. Ja? Also der Rat von oben ist, wenn er dir schon sagt, wer er ist und dass er hier sich als König der Kelche zeigt, das aber gar nicht ist, sondern eher sehr dunkle Energien hat, dann lass ihn ziehen. So, Stapel Nummer 2, der König der Stäbe. Wer ist der König der Stäbe? Ja, die Stabenergie steht für Durchsetzungsstärke, für Geschwindigkeit, für Leidenschaft, für den starken Willen, für Erfolg. Also weil eben der Wille mit der Kraft gepaart auch in der Regel zu Erfolg führt. Ja? Und Erfolg, wie hat es Vera Birkenbill immer so schön gesagt, Erfolg ist erstmal was Neutrales. Ne? Es heißt erstmal nur, es ist etwas erfolgt. Der König der Stäbe hat auch leider durch seine Impulsivität, die gehört auch zur Stabenergie, oft das Problem, dass er manchmal durch seine Geschwindigkeit, seine Unüberlegtheit, seine Impulsivität Dinge erreicht, die er dann im Nachhinein gar nicht erreichen wollte. Wo er dann feststellt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja? Das wäre dann die negative Ausprägung. Dass er durch seine Impulsivität Dinge erschafft, mit denen er dann nicht umgehen kann. Wobei das ist eher selten, das ist ja schon eine sehr starke Energie, der König der Stäbe, aber meistens eher so, oh, das wollte ich ja jetzt gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Ne? Und zwar nicht, weil er vorher nicht wusste, was er will, sondern er wusste vorher, was er will, aber er stellt dann nachher fest, dass das, was er wollte, nicht das ist, was ihn glücklich macht oder was ihn erfüllt oder was ihn zum Erfolg führt. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Also er weiß sehr wohl, was er will oder glaubt zu wissen, was er will, aber weil er es noch nicht erlebt hat, weil er es noch nicht erspürt hat, weil er sich nicht langsam hat reinwachsen lassen, fehlt ihm der Bezug dazu. Und wenn er es dann hat, stellt er fest, na, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Also es ist ein Problem der Geschwindigkeit und der Impulsivität. Jetzt schauen wir mal, wen wir hier vor uns haben. Was ist das für ein König der Stäbe? Wer ist das? Wer ist dieser König der Stäbe? Was ist das für ein Mensch? Da haben wir den 9 der Schwerter. Der Page der Schwerter und das Rad des Schicksals. Der ist jetzt gerade mal in einer für ihn sehr ungewöhnlichen Energie oder Situation. Der hat sich nämlich gerade hier jetzt mal in die Position des Pagen der Schwerter zurückgezogen, also der Beobachter. Der hat scheinbar durch schlechte Erfahrungen, durch Dinge, die er noch nicht ganz verarbeitet hat,
etwas, was ihn immer noch umtreibt, was immer noch schmerzt, was immer noch sehr präsent ist, was immer noch in seinem Energiefeld ist. Hier insofern gelernt, dass er gesagt hat, Moment, ne? Also mein Wille ist ja recht und schön, aber das hat mich in der Vergangenheit eher in Schwierigkeiten gebracht und jetzt überlasse ich die Sachen mal mehr dem Schicksal. Ich lasse es mal ein bisschen mehr laufen. Ich gehe vielleicht nicht immer mit Gewalt und mit Kraft in eine Situation rein. Ich halte mich mal ein bisschen mehr zurück. Scheint ein, ja, ich würde mal sagen, ein König zu sein, der so ein bisschen dabei ist, seine Lektion zu lernen. Ja, der verstanden hat, dass eben diese Impulsivität, diese Geschwindigkeit, von der ich zuerst gesprochen habe, nicht immer förderlich ist. Sag mir bitte noch was zu dem. Der Eremit. Die Acht der Münzen. Und die Drei der Münzen. Na, der ist mitten im Prozess. Da hast du es mit einem König zu tun, der momentan tatsächlich sehr stark an sich arbeitet und vor allen Dingen auch an seiner Lernaufgabe. Ne? Der scheint seine Thematik erkannt zu haben und der arbeitet dran. Der ist momentan mitten im Prozess. Und deswegen zieht er sich auch zurück. Oder ich sage mal, muss nicht unbedingt zurückziehen, aber es kann einfach sein, dass er sich momentan für einen König der Stäbe ungewöhnlich zurückhaltenden Energie befindet, weil er sich tatsächlich hier mit sich gerade auseinandersetzt. Mit dem, was er sich früher immer selbst erschaffen hat. So rum lag's, ne? So rum lag's. Und was, und damit, dass wenn er diese Lernaufgabe bewältigt, was er dann für, was das Schicksal dann mit ihm vorhat, welche neuen Chancen sich für ihn dann auch auftun. So, was ist die Botschaft dieses König der Stäbe an dich? Was will der dir mitteilen? Seine Botschaft an dich. Die Neun der Münzen. Er hält dich für eine ganz tolle, selbstständige, unabhängige Frau, die nichts und niemanden braucht. Dann haben wir die Königin der Münzen noch dazu. Also er geht davon aus, dass du in deinem Selbstwert bist, dass du vielleicht aber auch tatsächlich finanziell ganz gut gestellt bist, dass du in der Fülle bist. Und die vier der Kelche. Und dass du sowas momentan hier nicht brauchst. Also, dass du auch ablehnst, was dir nicht dient oder was dir nicht gut tut. Ne? Du weißt sehr wohl, wer du bist und was du hast und was du brauchst und was du eben auch nicht brauchst. Er weiß, dass er in der Energie, in der er momentan ist, bei dir nicht landen kann. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil... Da würde ich gerne den Unterschied erklären. Wenn eine Frau mit einem Mann zusammen ist und bei ihm jedes Verhalten duldet, dann kommt es nicht zu so einem Selbstreflexionsprozess. Wenn du zu allem Ja und Amen sagst, wenn du immer Verständnis hast, wenn du jedem schlechten Verhalten dir gegenüber, wenn du das entschuldigst und hinnimmst, dann muss der Mann sich nicht verändern. Er hat dich ja. Und was du da für ein Problem mit ihm hast, das ist ja dein Problem, ist ja nicht seins. Also so sieht er es zumindest. Wenn du aber hier ganz klar Grenzen aufzeigst und sagst du, ich bleibe lieber alleine, ich kenne meinen Wert und sowas brauche ich nicht, ja? Was auch immer dieses sowas brauche ich nicht ist, ja, das zeigt sich hier ja jetzt nicht. Aber es gab hier scheinbar etwas, was ihn ganz schön umtreibt, vielleicht auch schlechtes Gewissen bereitet hat. Na, damit fängt es an. Da davor liegt ja irgendwas, da davor gibt es ja irgendeine Situation. Und indem du hier deinen Wert
auf deinem Wert bestehst und sagst, du, lieber bleibe ich allein, ich brauche dich dann auch nicht, ja? Zwingst du ihn dazu, wenn er dich haben will, dass er sich verändert, dass er sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und da gibt es natürlich immer wieder Frauen, und ich gehörte früher auch dazu, da hat man dann Angst, dass man den anderen verliert, also lässt man sich verbiegen. Und sorgt dafür, dass dieser Prozess hier praktisch nie zustande kommt. Und das ist dann dein Punkt, dass du an dieser emotionalen Unabhängigkeit arbeitest, dass du dich eben nicht mit einem Mann einlässt oder glaubst, du musst jemanden behalten, nur um jemanden zu haben. Na? Was nützt dir ein Mensch, der nicht zu dir passt? Was nützt dir ein Mensch, der dich schlecht behandelt? Was nützt dir ein Mensch, der nicht so ist, dass er deinen eigenen Werten, deinem eigenen Zukunftsvorstellungen und so weiter und auch deinen inneren Werten entspricht? Da wirst du dein Leben lang versuchen, rumzudoktern, rumzuverändern, und es geht meistens schief, weil wir können niemanden verändern. Verändern können wir nur, kann sich der andere nur selbst. Und das hat, wenn du das hier bist, dann hast du das hier bewusst oder unbewusst geschafft, weil der arbeitet an sich. Er sagt dir ganz klar, bei der Frau brauche ich nicht aufschlagen, mit meiner alten Verhaltensweise, da muss ich mich ändern. Das ist doch super. Er weiß das, er sagt dir das. Er sagt dir, ich habe es begriffen. Du hast etwas anderes verdient. Und wenn du mich hier ablehnst, dann hast du recht. Du machst es richtig. Welche Botschaft hat er noch für dich? Da kommen die drei der Kelche. Er weiß, dass du andere Chancen hast. Das Ass der Münzen, du bist eine Traumfrau. Du bist eine Traumfrau. Da gibt es genügend andere, die dich mit Kusshand nehmen würden. Er sagt dir hier, du musst dich nicht auf das einlassen, was ich dir hier geboten habe. Ist mir völlig klar. Ich muss mich hier verändern. Ich muss mich hier entwickeln, dass wir eine neue Chance kriegen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich dich verlieren. Dann wirst du mich ablehnen. Ich brauche hier keinen Rat für dich legen. Brauche ich nicht, weil du bist hier in einer genau richtigen Energie. Er sagt dir hier, du machst es richtig. Du machst es richtig. Ich weiß, dass wenn ich dich haben möchte, und ich möchte dich haben, weil ich diesen Prozess jetzt gehe, dass ich bei mir noch das eine oder andere zu entwickeln habe, dass ich mich anders verhalten muss, dass ich bestimmte Dinge, die bei mir einfach bisher blinde Flecken waren, dass ich mir die noch mehr anschauen muss, wenn ich möchte, dass das Schicksalsrad mich hier nochmal in deine Richtung dreht. Oder das Schicksalsrad sich nochmal so dreht, dass ich in deine Richtung wiederkomme. Mir ist völlig klar, sagt er hier, dass du ganz was Tolles bist, eine sehr tolle Frau, und dass es hier Männer gibt, die dich mit Kusshand nehmen würden. Darum geht es gar nicht, ja? Also du bist keine Mangelfrau. Er würde hier in den Mangel gehen. Er würde dich hier verlieren. Vielleicht hat er dich auch für den Moment schon verloren. Auch das kann sein, ne? Weil mit den Neun der Schwertern und die erste Reihe deutet eher darauf hin, dass er dich vielleicht schon verloren hat und dass ihr, deswegen auch die Single-Karte, dass ihr momentan auch getrennt seid. Also für die Frauen, die mir hier zuschauen, wenn du damit in Resonanz gehst, eine tolle Botschaft, ne? Die spricht von einer unabhängigen Frau, die ihre Grenzen zu setzen weiß, die jetzt hier nicht mal zur Königin der Schwerter werden musste dafür, sondern die einfach in ihrem Selbstwert geblieben ist. Ich habe da so das Bild von einer ganz relaxten Frau, die einfach gesagt hat, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ne? Du kannst dich jetzt verändern oder nicht, aber wenn du dich nicht veränderst, dann brauchst du bei mir gar nicht mehr anklopfen. Schau erstmal auf deine Themen, auf das, was dich umtreibt, was dich nicht schlafen lässt, und dann komm wieder. Ja? So, dann haben wir den König der Münzen.
auch erstmal eine sehr schöne Energie. Der König der Münzen, der sorgt für Stabilität, der sorgt dafür, dass finanziell alles gut geregelt ist, dass Sicherheit herrscht, sozusagen in der Familie. Der ist auch ein Mann, der überhaupt gut mit einer Frau eine Familie aufbauen kann und alles, was dazugehört. Der wirtschaftet, der kann Dinge säen und wachsen lassen. Der ist handwerklich oft sehr begabt. Ein Mensch, der auch oft einen sehr hohen Selbstwert hat. Oft korreliert das ja miteinander. Ne? Wenn der Selbstwert innen stimmt, dann stimmt auch meistens das Materielle im Außen, die Finanzen im Außen. Das hat auch oft eine starke Verbindung miteinander. In der negativen Ausprägung sind es manchmal Männer, die sehr, sehr stark besitzen wollen. Und die Frauen, sofern sie sich auch sich dafür anbieten, auch gerne kaufen. Ne? Also wenn da eine Frau kommt, die halt einfach auf bestimmte materielle Werte steht und dann, ich sage jetzt mal, mit einem Mann zusammengeht, den sie eigentlich gar nicht liebt, aber er kann ihr halt bestimmte Dinge bieten, dafür bietet sich der König der Münzen auch oft an. Ne? Der kauft sich dann halt eine junge, schöne Frau, die dann damit zufrieden ist, wenn er ihr jedes Monat, sage ich mal, jetzt 1000 Euro gibt, damit sie shoppen gehen kann. Ich spinne jetzt einfach mal. Ne? Das ist aber nicht die Form von Partnerschaft, die ich mir vorstelle, ja, oder die ich so in meinem Kopf hätte. Mag bei dir anders sein. Sondern das ist für mich eine Form von jemanden kaufen. Ja. Das hat nichts mit Liebe und mit gesunder Partnerschaft zu tun. Da sorge ich nur dafür, dass ich jemanden habe, dass ich jemanden in die Abhängigkeitsschleife gesetzt habe, in dem Fall in materieller Form. Und das hat nichts mit einer Partnerschaft zu tun auf Augenhöhe, wo man miteinander wächst und sich entwickelt. Aber auch das gibt es und auch das darf sein. Na, ich möchte es gar nicht bewerten. Das gibt es eben auch. Wir wollen jetzt mal wissen, was ist das für ein König der Münzen? Ist das eher der auf eine gesunde Art und Weise Stabilität herstellen möchte? Oder jemand, der sich andere kauft? Wer ist das? Wir haben hier den Ritter der Schwerter. Den Ritter der Münzen. Und das Ass der Münzen. Das passt jetzt sehr gut zum König der Münzen, weil eine Qualität vom König der Münzen ist auch, dass er sehr lange braucht, bis er sich entscheidet. Und vielleicht bist du mit diesem König der Münzen gerade genau in so einer, oder hat er dich in genau so eine Entscheidungssituation gestellt. Er weiß momentan nicht so recht, soll ich jetzt vorpreschen, soll ich handeln, soll ich machen oder soll ich nicht? Na, ist das hier tatsächlich die Wunscherfüllung? Ist das hier tatsächlich das, was ich will? Na, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt mal jetzt dich als Person, sondern ist das, was ich hier momentan vom Universum hingestellt bekomme, ist das das, was ich mir tatsächlich wünsche? Ist es die Wunscherfüllung? Denn der König der Münzen, der strebt natürlich auch immer gerne nach einem gewissen Optimum. Es muss alles passen, ne? Es muss alles stimmen. Da ist das Setting ganz wichtig, da ist das Umfeld ganz wichtig, dass alles so seine Richtigkeit hat. Und der ist hier noch ein bisschen hin und her gerissen. Ist aber nichts Schlimmes, weil das ist beim König der Münzen einfach normal. Der überlegt sehr lange. Wenn er dann eine Entscheidung getroffen hat, steht er in der Regel dazu. Ja? Sag mir noch was zu diesem König der Münzen. Die Hohe Priesterin. Die Welt. Und
und die zwei der Münzen. Er weiß aber, dass er seinen Rückzug, seine Zurückhaltung, sein Zaudern, wie auch immer man das nennen will, dass er das nicht mehr lange aufrechterhalten kann. Er weiß, er muss sich hier entscheiden. Er muss sich hier entscheiden. Er kann hier nicht mehr lange rummachen. Vielleicht hast du ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, vielleicht hast du gesagt, du, wenn du dich jetzt einen Ball entscheidest, dann such ihm einen anderen oder was auch immer. Ich jetzt so einfach nur ein Beispiel, ja. Hier habe ich jemanden, der weiß, dass er sich nicht mehr ewig Zeit lassen kann mit seinem Entscheidungsprozess. Er weiß, er muss diesen Zyklus, dieses Hin und Her, das muss er jetzt abschließen. Aber er hat noch keine Entscheidung getroffen. Er weiß nur, er möchte sich für sein höchstes Glück entscheiden. Das ist ihm wichtig. Ja? Dieser Münzkönig, was möchte der dir mitteilen? Was ist seine Botschaft für dich? Was ist seine Botschaft für dich? Da kommt der Tod. Die Acht der Münzen. Und der Ritter der Stäbe. Na, das ist eine schöne Aussage, denn er sagt ja letztendlich, schau mal, es liegt ja hier jetzt drunter. Also er sagt dir, ich bin mitten im Tun und im Handeln, ich bin mitten in der Transformation, ich weiß, dass ich jetzt arbeiten muss und das ziemlich schnell. Er sagt dir nochmal, es ist ihm bewusst, dass jetzt was von ihm kommen muss. Na, so wie es jetzt bisher war, so kann es nicht bleiben. Vielleicht ist er im Rückzug, vielleicht ist er in der Auszeit. Worum es auch immer hier geht, was auch immer die Entscheidung hier ist. Vielleicht geht es hier ja auch um mehr. Also wenn die Welt hier kommt mit dem Zyklusende, dann kann es auch sein, dass es hier um eine einschneidende Entscheidung geht. Was weiß ich, zusammenziehen, tatsächlich eine Verlobung, eine Heirat, was auch immer. Ne? Also das ist hier etwas, wo er tatsächlich nachher einen anderen Zustand hat als vorher, wenn er sich entschieden hat. Und da tritt er momentan noch hin und her. Er weiß aber, er muss jetzt Geschwindigkeit reinbringen. Er weiß, dass er deine Geduld jetzt schön langsam sehr strapaziert. Und ich kann es auch so deuten, dass er hier schön langsam Angst wächst, dass du hier ganz schnell plötzlich aussteigst und dich zurückziehst. Und dass du dann auch wirklich dicht machst. Also, dass die hohe Priesterin dann auch sagt, du weißt was, sowas brauche ich nicht, bleib mir in Zukunft vom Leib. Entweder du entscheidest dich jetzt oder wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Na? Und die hohe Priesterin ist, ich nehme es mal noch zurück, weil die würde so eine Aussage oft gar nicht treffen. Also eine hohe Priesterin entscheidet sich für sich. Die entscheidet in sich. Die sagt sich vielleicht, okay, ich gebe ihm noch eine Woche. Und wenn er in der Woche sich nicht entschieden hat, dann gehe ich weiter. Und dann ist das aber auch so. Die würde ihm nicht kein Ultimatum setzen. Die würde nicht sagen, du, wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann gehe ich. Sondern die macht es einfach. Und das weiß er. Er weiß, dass er momentan damit spielt, dass er etwas tatsächlich verliert. Dass etwas passiert, was er nicht mehr retten kann, wenn er sich nicht jetzt in die Puschen begibt. Ein Rat an dich. Wie sollst du mit der Situation umgehen? Die 9 der Stäbe. Der Page der Münzen. Und die 3 der Kelche. Das ist jetzt eine interessante Geschichte, weil was ich dazu reinkriege, ist, dass du hier aufpassen musst, dass du jetzt nicht zu schnell wirst. Ne? Also er hat noch nicht, der hat einfach noch, das ist bei ihm ist es kein Nicht-Wollen, er hat noch nicht alles beieinander, was er braucht, um für ihn eine gute Entscheidung zu treffen.
Und wenn du jetzt hier zu schnell, also ihm die Pistole auf die Brust setzen würdest oder tatsächlich aussteigen würdest, würdest du dir eventuell selber was nehmen mit den 9 der Stäben. Du würdest dich selbst verletzen. Das kann sein, dass er sich dann jemand anderem zuwenden würde, ja? Oder dann aussteigen würde. Das heißt, das musst du jetzt für dich entscheiden. Du musst für dich rausfinden, will ich diesen Mann wirklich? Da geht es jetzt hier weniger darum, dass er dich nicht will, sondern ich habe so das Gefühl, da geht es um seine eigenen Grundthematiken. Ja? Was will ich? Wie will ich's? Wie kann ich dieses und jenes auf die Beine stellen? Wie kann ich dieser Frau das bieten, was ich ihr bieten möchte? Da geht es um solche Dinge, die einen König der Münzen umtreiben. Und ich sage das immer wieder, bei der Münzenergie ist es schwierig, wenn man da versucht zu ziehen, zu drücken, zu manipulieren. Die steigen dann oftmals eher aus. Die machen dann dicht und sagen, okay, wenn du mich bedrängen willst, dann so nach dem Motto, Liebe hat alle Zeit der Welt, nur der Teufel hat's eilig. Also da bitte für dich auch genau hinschauen. Du schaust ja auch schon rein in die Welt. Du spielst ja mit dem Gedanken, hier auszusteigen. Was kommt hier? Ja, da kommt die Entscheidung. Also es kann schon sein, dass du momentan schon so genervt bist, dass du sagst, also eigentlich brauche ich das nicht. Aber hier der Hinweis vom Universum, dir ist nicht bewusst, dass du hier tatsächlich etwas verlieren könntest, was dir wertvoller ist, als du das momentan auf dem Schirm hast. Du bist momentan ein bisschen wütend. Du hast so ein bisschen eine ärgerliche Energie ihm gegenüber. Ja? So nach dem Motto, wann kommt der jetzt endlich in die Puschen? Wann macht er jetzt endlich? Jetzt warte ich schon so lange. Ne? Was soll der Schmarrn? Sei da vorsichtig. Wenn du diesen Mann hier wirklich haben willst, wäre eher noch Geduld angesagt auf deiner Seite. Oder zu versuchen, in so eine neutrale Energie zu kommen, dass du sagst, okay, ich nehme einfach an, was ja die Hohepriesterin eigentlich auch gut kann, sage ich, nehme das Schicksal an. Ne? Wenn das Schicksal mir diesen Mann, wenn wir zusammenkommen sollen, dann kommen wir zusammen, egal wie lange er braucht, bis er sich entscheidet. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber eine Entscheidung aus dir heraus, jetzt hier schnell zu treffen, wäre für dich eher kontraproduktiv. So deute ich diese Legung. Dir ist noch nicht bewusst, dass du dir damit Schmerz verursachst. Vielleicht liebst du diesen Menschen mehr, als dir bewusst ist. Vielleicht bist du momentan ein bisschen in der Verletzung darüber, dass er sich so lange Zeit lässt mit dir. Das ist etwas, was das Ego mancher Frauen sehr, sehr triggert. So nach dem Motto, wenn der mich nicht gleich will und wenn er nicht gleich verstanden hat, was ich für eine tolle Frau bin, dann brauche ich ihn nicht. Hier ist es die Gefahr, dass du damit jemanden verlierst, der eigentlich ja, gut zu dir passen würde. Letzte Legung hier, letzte Karte, da kommt der König der Schwerter. Der König der Schwerter wird oft beschrieben als kühl, distanziert, zurückhaltend, sehr im Kopf, im Verstand. Jemand, der sich schwer tut, seine Gefühle zu, also allein schon mal wahrzunehmen und dann geschweige denn auch noch zu äußern. Ja, kann aber auch sein, dass manchmal zeigen sich Männer auch erstmal in dieser Energie, wenn sie sehr zurückhaltend sind und erstmal eine Frau kennenlernen wollen. Ne? Also wenn du in einer Kennenlernphase bist mit einem Mann, dann verlass dich nicht immer sofort drauf, genauso wie umgekehrt, ne? Wenn du ein Mann bist und eine Frau kennenlernst, verlass dich nicht immer sofort darauf, was ein Mensch dir zeigt. Die Energie, die dir jemand am Anfang zeigt, muss nicht die Energie sein, in der er dann auch tatsächlich bleibt oder in der er wirklich ist. Gerade die Schwertenergie ist oft eine Energie, die Vorsicht ausdrückt, Zurückhaltung ausdrückt. Ja? Dieser Mensch mag ganz anders sein. Also du kannst bei einem Mann, der in einer Schwertenergie ist, der kann, wenn er Alkohol zu sich genommen hat, zum Beispiel plötzlich sein Wesen komplett ändern. Und der Plaudertasche werden und übergriffig werden und was auch immer. Ja? Du denkst, es ist ein völlig kontrollierter Mensch und kaum hat er ein Glas Wein getrunken oder ein Glas Bier, und damit meine ich nicht mal, der muss nicht mal betrunken sein, dann kann das sein, dass das sein Wesen verändert.
vielleicht auch nur für kurze Zeit, solange dieser Zustand dann angelegt ist, aber dass ihr euch da nicht täuschen lasst. Ne? Deswegen sage ich immer wieder, einen Menschen zu erfassen braucht mehr, als nur mal eine Stunde Kaffee getrunken zu haben mit dem. Mal im Kino gewesen zu sein, mal eine Bergtour gemacht zu haben und mal mit dem in der Kiste gewesen zu sein, da weiß ich noch nicht, wen ich vor mir habe. Und das gilt sowohl für Männlein als auch für Weiblein, das ist einfach so. Das wäre ja doch auch, ich finde, das wäre auch ganz schlimm, ne? Wenn mich jemand jetzt auf eine Stunde reduzieren würde, in der er mich mal erlebt hat. Das ist eine Facette von, ich weiß nicht, wie viel tausend Facetten von mir. Also macht euch doch da nicht selber klein, indem ihr euch auf sowas Kurzes einlasst. Meiner Erfahrung nach ist dieser der König der Schwerter, wenn der Vertrauen gefasst hat, zu seiner Frau, zu der Frau, die er dann tatsächlich auch mit der er weitergehen möchte, kann der sich vom Wesen ganz anders zeigen. Ja, es mag sein, dass er vielleicht nicht so oft Komplimente macht und ihr nicht ständig am Tag 100 Mal sagt, wie sehr er dich liebt. Aber er zeigt es dir halt vielleicht einfach anders. Ja, du wirst es an anderen Dingen merken, dass er dich liebt. Und dann muss sich jede Frau halt immer überlegen, was möchte sie. Na? Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir Menschen und nicht nur Männer, vielleicht sehr stark Männer, aber generell Menschen immer danach einordnen sollten, nach dem, was sie tun und nicht nach dem, was sie sagen. Viele Menschen können ganz toll reden und versprechen uns alles Mögliche. Die Frage ist immer, was davon setzt der andere dann auch tatsächlich um? Was macht er dann auch? Ne? Luftschlösser bauen ist was ganz Tolles. Aber was davon wird auch wirklich wahr? Und darum geht's. So, jetzt wollen wir nochmal genauer wissen, wer ist dieser König der Schwerter? Was ist das für ein Mensch? Mit welcher Energie haben wir es hier zu tun? Da kommt die Königin der Münzen. Da kommt das Ass der Schwerter. Und die 6 der Münzen. Also Liebe, da habe ich gleich mal ein Bild. Ich befürchte, kam eine sehr eindeutige Information dazu rein. Ich befürchte, dass dieser Mann nicht frei ist. Ich befürchte, dass dieser Mann vielleicht auch nur noch nicht frei ist. Vielleicht hast du es hier mit einem König der Schwerter zu tun, der noch verheiratet ist, mit einer Königin der Münzen, der sich hier gerade erst in einem Klärungsprozess befindet, auch über sowas wie Versorgung, wie Ausgleich, wie geht es mit uns weiter. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, der hat mir schon gesagt, der wird sich scheiden lassen und kannst dich natürlich damit einlassen. Ich sage es auch da immer wieder, ich würde es dir nicht empfehlen. Ne? Ich würde immer aus den vielen Gründen, die ich immer wieder schon in meinen Videos gesagt habe, diesen Mann, diesen Prozess erstmal abschließen lassen. Der soll seine Sachen hier mal regeln, soll wieder in seine Kraft kommen. Denn oft, und ich meine, du kannst dich dafür zur Verfügung stellen, wenn du das möchtest, wenn du das als deine Seelenaufgabe begreifen möchtest oder wenn sie es vielleicht auch ist, möchte das nicht in Frage stellen. Aber oft, wenn wir Menschen in diesem Prozess kennenlernen, sind wir halt einfach auch oft nur die Hebammen für so einen Prozess. Wenn du Hebamme sein möchtest, sprich, du hilfst ihm durch diesen Trennungsprozess und nachher wird er dich wahrscheinlich verlassen. Ist ganz häufig so. Na? Wie viele Männer bringen aus eigener Kraft oder aus eigenem Antrieb die Kraft nicht auf, sich von einer Frau zu verabschieden? Da muss erst eine neue Energie rein, damit sie sich trennen können. Oft ist es aber so, dass sie dann bei dieser Frau nicht bleiben, sondern dass das nur eine Zwischenfrau ist.
Wenn du eine Zwischenfrau sein möchtest, dann geh weiter. Wenn du keine Zwischenfrau sein möchtest, dann sei hier achtsam. Denn das kann dir hier passieren. Na, der ist noch viel zu sehr in seinem eigenen Prozess. Der hat noch nicht wirklich den Kopf frei für dich. Sag mir mal noch was zu diesem Mann. Da kommt der Herrscher. Dann kommt der Teufel. Und die Acht der Stäbe. Das kann jetzt hier mehreres sein. Es kann sein, dass es hier so ist, dass diese Frau einen anderen Mann hat, dass sie mit einem anderen eine Affäre hat und das kommuniziert hat, dass das offen ist, dass er sie wegen einem oder sie ihn verlässt, wegen eines anderen, jemand, der sich tatsächlich hier auch als Herrscher zeigt. Es kann hier aber auch sein, dass dein Gegenüber hier auch eine Herrscherqualität mal hatte, ne? Sie ihn nicht mehr als ihren Herrscher anerkennt. Sie schiebt ihn hier weg, ne? Sie möchte das Alte nicht mehr. Also ich vermute mal eher, dass sie hier rausgeht aus dieser Beziehung. Und dann würde es hier bedeuten, dass ihm noch gar nicht klar ist, wie sehr er noch festhält. Na? Wie hier vielleicht momentan über Trennung schon gesprochen wird. Das mag sein, dass das hier schon gesprochen wird, wie man das alles macht, aber dass er emotional hier noch nicht frei ist. Und das ist dann die schwierigste Nummer, weil dann bist du wirklich nur eine Krankenschwester, jemand, der ihn tröstet, jemand, der ihm seinen Selbstwert so ein bisschen aufpoliert. Er ist aber nicht wirklich bei dir. Ich frage ihn jetzt mal ganz direkt, was will er dir denn mitteilen? Was möchte er dir mitteilen? Ich habe jetzt übrigens das zweite Mal als Mittelkarte hier, das war beim König der Münzen, beim König der Kelche schon so, und jetzt hier beim König der Schwerter wieder, dass ich den Teufel hier in der Mitte habe, wo es also um Abhängigkeiten geht. Was möchte dieser König der Schwerter dir mitteilen? Was ist seine Botschaft an dich? Die zwei der Kelche. Die zwei der Stäbe. Und die fünf der Schwerter. Schau mal, seine Kraft, sein Kämpfen hängt hier im Loslassen. Aber er ist hier noch nicht entschieden. Ne? Also diese Abhängigkeit, die Klarheit darüber, wie er zu seiner Frau steht oder wie er das in Zukunft haben möchte, das schiebt er ja noch weg. Er schiebt auch die Entscheidung noch weg. Was er hier anzeigt, ist, ich möchte mich mit dir treffen. Ich hätte gerne Kontakt zu dir. Das ist schön, wenn wir zusammen sind. Ne? Das tut mir gut, aber entscheiden tue ich mich noch nicht. Ja? Meine Energie hängt momentan noch in dem Auseinandersortieren oder vielleicht sogar auch in der Rettung meiner Ehe. Weil die fünf der Schwerter stehen ja auch immer für den inneren Kampf. Also du hast es hier mit jemandem zu tun, der dir sagt, pass auf, ich bin noch nicht frei. Ich bin noch emotional, bin ich noch nicht frei. Ich bin auch materiell noch nicht frei. Ne? Es ist schön, mich mit dir zu treffen, das tut mir gut, aber ich bin noch nicht frei. Der sagt es dir. Ne? Ich würde gerne noch eine Reihe drauflegen. Was sagt dir dieser Mann noch? Was ist noch seine Botschaft an dich? Da kommen die sechs der Kelche, die sieben der Stäbe und die hohe Priesterin. Er sagt dir aber auch, also er sagt dir auch, ich fühle mich sehr verbunden mit dir. Ich werde es aber eher ab. Also er zeigt ja hier auch mit der hohen Priesterin, dass er
sich eher distanziert verhält. Vielleicht hast du es hier mit einem Mann zu tun. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass er noch verheiratet ist, dass er mit der anderen noch zu tun hat. Du müsstest es unbewusst oder auf der unterbewussten Ebene müsstest du seine Abwehr ein bisschen spüren. Dieses Hin- und Hergerissensein. Ne? Auf der einen Seite eine starke Verbindung spüren, auf der anderen Seite die Ablehnung. Wieder in den Rückzug gehen. Sich immer ein bisschen bedeckt halten. Naja, weil er noch nicht frei ist. Also gesetzt den Fall, der hat dir nicht gesagt, dass er verheiratet ist oder dass er hier in einem Trennungsprozess ist. Das sind oft Männer, die haben immer nur an einem bestimmten Tag Zeit. Und an den anderen kriegst du die nie zu Gesicht. Ja? Das sind Männer, die in der Regel zum Beispiel ihr Handy im Auto lassen. Die nie telefonisch erreichbar sind. Schatz, ich ruf dich an. Na? Also die dich im Prinzip im Verborgenen halten, weil dafür steht ja die Hohepriesterin auch hier. Na? Ich habe es zwar jetzt umgedreht liegen, aber es ist jetzt auch kein Zufall, dass die, er hält dich im Verborgenen, es ist ja dasselbe, wenn ich es hier, dann habe ich es halt über Kreuz. Ja? Er hält dich hier im Verborgenen. Du bist keine Frau, mit der er offiziell auftritt. Das Treffen findet vielleicht immer nur bei dir statt oder irgendwo, wo es kein Publikum gibt. Du warst nie bei ihm, du kennst seine Wohnung nicht, du weißt nicht, wo er wohnt. Ja? Also jemand, der, oder auch Internetbekanntschaften, ne? Wo man jemanden vielleicht auch noch gar nicht zu Gesicht bekommen hat, wo immer nur eine Kommunikation stattfindet. Mag per Telefon sein, mag per geschriebenem Wort sein, weil dieser Mann ist noch an seine Frau gebunden. Das mag offiziell sein, das mag emotional sein, materiell, das ist hier alles drin. Ne? Und sie zeigt hier an, sie will ihn nicht mehr. Er zeigt ihr auch den Rücken, aber er hat diesen Prozess noch nicht abgeschlossen. Und das sagt er dir jetzt hier in der Legung. Du bist für mich eine Frau im Verborgenen. Ich fühle mich sehr hingezogen zu dir, aber das macht mir eher Angst. Das schiebe ich eher weg. Ich bin noch voll in einem ganz anderen Leben. Ab und zu mit dir zu kommunizieren, dich vielleicht auch durchaus ab und zu mal zu sehen, das ist schön. Das gibt mir Kraft. Aber ich bin noch nicht dabei, mich hier für dich zu entscheiden oder dich hier tatsächlich ins Visier zu nehmen als Partnerin oder als Ersatz für diese Frau hier. Für meine Frau. Hier hätte ich die Befürchtung, wenn die sich's anders überlegt und sagt, komm, lass uns wieder zusammengehen, da seid ihr ganz schnell weg vom Fenster. Na, in dem Moment, wo er sie wieder hätte, das ist seine erste Wahl. Schau mal, wo du da erstmal kommst. Das Problem mit den hohen Priesterinnen ist, dass die ganz häufig jedem Liebe bringen wollen. Das ist, was heißt Problem, ist es ja nicht. Das ist ja eigentlich was Schönes. Aber sie verletzen sich dabei oft selbst. Man muss, wenn man tatsächlich in diese altruistische Liebe geht und bewusst sagt, ich bringe dem jetzt Liebe und ich bin so im Vertrauen, ne? Ich genieße die Zeit mit dem und ich weiß, dass der zu seiner Frau zurückgehen kann. Und ich halte das dann aus. Okay, wenn du zu diesen Frauen gehörst, das sind die wenigsten. Die meisten fangen irgendwann an mit so starken Gefühlen oder auch mit einer Form von, ich nenne es, auch Frauen können Besitzanspruch haben, ja, und mit dem Preis oder für den Preis, dass sie, wenn der hier tatsächlich zurückgehen würde, sie in ein ganz tiefes Loch fallen. Also da musst du in deiner hohen Priesterinnen-Energie sehr, sehr gut verankert sein. Na?
sehr gut angebunden mit oben, sehr unerschütterlich sein, dass du sagst, ja, ich nehme es, wie es kommt. Und das sagt sich immer sehr leicht, wenn man noch nicht in dieser Situation war. Denn es fühlt sich nachher trotzdem schwierig an. Ja, ja, meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Jetzt ist mir mein Bildschirm hier gerade ausgegangen, weil ich so lange gesprochen habe. Das ist aber bei dieser Legung auch ganz normal. Die schaffe ich einfach nicht unter einer Stunde. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr konntet euch gut zuordnen. Ich hoffe, es waren wichtige Erkenntnisse und Botschaften dabei, mit denen ihr weitermachen könnt. Ja? Also grundsätzlich waren die Aussagen, finde ich, hier sehr, sehr klar von den Männern. Na? Und ihr müsst jetzt einfach schauen, ob ihr damit weitergehen wollt, ob ihr euch in diese Rollen begeben wollt, die sie für euch zugedacht haben und wie ihr hier weitergeht. Das ist eure Entscheidung. Ne? Die Entscheidungen nimmt euch das Tarot nicht ab. Es ist ein Instrument, ich sage es immer wieder, um Impulse und ja, Hinweise zu bekommen. Also, alles Liebe, seid behütet und beschützt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.